Hi Leute, heute gibt es ein kleines Update-Video bezüglich meiner Haare. Heute geht's um Haare. Und zwar, ihr hattet nämlich öfter gefragt, deswegen wollte ich mal ein kleines Update-Video machen. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, ich glaube 3 Jahre ohne Shampoo. Ich glaube mittlerweile sind es 4 oder 5, ich weiß es gar nicht genau, müsste ich mal nachschauen, wann das letzte Video war. Und ja, ihr habt immer wieder mal gefragt, ob ich komplett nur mit Wasser wasche, wie ich das mache. Und da wollte ich heute mal drauf eingehen. Und zwar schaut es bei mir im Moment so aus, dass ich meine Haare, also in der Vergangenheit hatte ich ja 2, 3 Jahre komplett ohne gewaschen, teilweise mal anfangs Lavaerde benutzt. Mineralische Tonerde oder Heilerde ist im Prinzip das Gleiche, kannst du einfach ja, mit Wasser ansetzen in einem Glas. Und dann ja, gut verrühren, 10 Minuten vielleicht ziehen lassen und dann beim Duschen erst feucht machen und dann danach eben wie Shampoo einfach in die Haare einmassieren und dann wieder ausspülen. Bei Lavaerde fand ich es nämlich so, dass die Haare, Kopfhaut und so weiter auch ziemlich ausgetrocknet hat. Und ohne Wasser ist es eben teilweise so, gerade auch wenn der Körper mal etwas mehr ausscheidet, auch was den Entgiftungsprozess und so weiter angeht, wenn ihr eben andere Videos von mir kennt. Und genauso, wenn man dann mal mehr Fett isst, dann merkt man auch sofort, dass die Haare mehr Fett. Dementsprechend, manchmal habe ich dann, bin ich jetzt eben dazu übergegangen, ich wasche sie oft nur mit Wasser, so. Und manchmal wasche ich sie aber jetzt mit hier Roggenmehl. Finde ich auch super einfach, easy. Ich habe einfach ein Bio-Vollkorn-Roggenmehl genommen. Wenn ich weiß, wo man Roggenmehl bekommt, ich verlinke es unten drunter. Auch so, wenn ihr gerne was bestellt, sowieso geht gerne über den Link unter dem Video. Dann könnt ihr mich unterstützen bei dem, was ich mache. Und für euch ist es nicht teurer. Könnt ihr gerne machen. Würde ich mich super drüber freuen. Und das ist eben das, was ich im Moment benutze. Roggenmehl ist genauso in ein Glas, ein bisschen was, 2, 3 Esslöffel, je nachdem, wie lang die Haare sind. So. Dann mit ein bisschen Wasser drüber, gut verrühren, damit sich da keine Klumpen bilden. Und dann auch mindestens so 10 Minuten, Viertelstunde ziehen lassen oder eben 1, 2 Stunden. Zu lang sollte man es nicht ziehen lassen, wenn es irgendwie so nach einem halben Tag, Tag, je nachdem, wo es steht, kann es dann ich auch so umkippen und ist nicht mehr so lecker vom Geruch. Genau, also kurz ansetzen, dann auch einfach wie Shampoo zwischenrein einmassieren. Ja, wenn du willst, kurz einwirken lassen und dann ausspülen, gut ausspülen. Und wenn noch Reste drin bleiben, kann man es danach auskämmen. Genau, das ist so das, was ich jetzt vielleicht so alle 2 Wochen mal benutze. Genau, aber danach sind es halt wirklich super, ja, super weich, super angenehm. Sie sind nicht so ausgetrocknet wie bei Lavaerde und so, finde ich dann eben angenehmer, wenn ich was benutze. Das ist so, wie es bei mir im Moment läuft. Was die Haare anbelangt, zu eurer Frage. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann postet einfach unten drunter das Video. Und wenn ihr selber die Erfahrung gemacht habt, dann teilt sie mit uns, teilt eure Erfahrung, was ihr da noch für Tipps habt, schreibt unten drunter Kommentar. Und es ist wirklich so, weil manche vielleicht denken, oh, man braucht immer irgendwie Shampoos, Düfte und was weiß ich. Wenn der Körper sich mal immer mehr reinigt und so weiter, wenn man nicht jeden Tag irgendwelche Toxine, Gifte oben auf die Haare schmiert, dann kommt dementsprechend auch irgendwann nicht mehr so ein Duft raus. Man riecht nach dem, was man zu sich nimmt.
Meistens. Ich kann definitiv sagen, ob jemand Raucher ist, was nicht schwer ist, vom Geruch her, auch wenn er gerade keine raucht. Genauso kann ich dir sagen, ob es ein Fleischesser ist, ein Käse, Milchproduktesser oder was auch immer er ist. Du riechst, was er wieder ausdünstet und dementsprechend, wenn man nicht mehr so viel Mist zu sich nimmt, dann riecht es auch ganz anders und es ist auch ganz easy dann mit Wasser oder eben tja, mit Roggenmehl zu waschen ist auch dann kein Problem. Und die Haare werden super schön, geschmeidig, gut wieder. Und vor allem bleiben sie dir länger erhalten und fallen nicht irgendwann aus. Ja, das war's eigentlich. Also, wenn dir das Video weitergeholfen hat, wenn du noch Fragen dazu hast, post direkt unten drunter. Ansonsten gib gerne einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, ciao.